Ah ja, so, wir machen weiter mit Chemie. Ich muss noch eine Sache anmerken. Ich habe, Achtung, es ist noch einmal eine Sache zur Zytologie von vorhin. Ich habe gleich, als die Frage kam, was ist jetzt Zytoplasma, nachgeschaut. In meinem Buch steht, dass Zytoplasma tatsächlich um den Zellkern herum ist, sprich den Zellkern nicht enthält. In unseren ÖH-Skripten steht aber sogar drinnen, dass der Zellkern dazugehört. Ich würde jetzt mal sagen, wir glauben dem Buch, das ist allerdings auch schon ein bisschen älter, aber wir sagen jetzt, Zytoplasma ist um den Zellkern herum und füllt alles in der Zelle aus, enthält alle Zellorganellen, aber nicht den Zellkern. Generell jetzt auch bei Chemie, wenn ich irgendwelche Fehler mache, ihr etwas schon besser gelernt habt oder besser erklären könnt, meldet euch, alle, die hier sitzen und das Video nachher sehen, profitieren auf jeden Fall davon. Gut, fangen wir an mit Chemie. Ich hoffe, das mit dem Mikro funktioniert halbwegs. So, die nächsten 50 Minuten oder auch 40, werdet es schon schaffen, behandeln wir Säure und Basen und Redoxreaktionen. Ich habe das jetzt ausgewählt, weil das eher die Themen sind, die man verstanden haben muss. Man muss ein bisschen rechnen können und nichts, was man jetzt einfach nur ein bisschen auswendig lernt. Gut. Ich darf nicht atmen. Wie würde jemand von euch eine Säure definieren bzw. eine Base? Wer traut sich denn drüber gleich am Anfang? Okay. Protonen, Donator und Akzeptator. Was ist denn was? Säure ist Donator. Was heißt ein Protonendonator? Genau, er kann die H+-Ionen abgeben. Da hat jemand schon sehr gut gelernt. Das ist eine Definition, die zwei Männer gleichzeitig aufgestellt haben, aber Brønsted ist so der Bekannte. Säuren geben Protonen ab, das sind eben immer H+-Ionen und Basen nehmen Protonen auf. Deswegen heißen sie Protonendonatoren und Akzeptoren. Kommt wieder aus dem Lateinischen. Insgesamt kann man sagen, Säure-Base-Reaktionen sind Protonenübertragungsreaktionen. Das wird auch gerne als Protolyse bezeichnet. Das heißt, eine Base enthält einfach von einer Säure ein H+-Ion. Gut, gleich mal ein Beispiel. Wichtig ist, es kann niemals eine Säure oder Base alleine vorliegen. Klingt jetzt extrem, ich meine, natürlich kann ich in einem Reagenzglas nur eine Schwefelsäure drin haben, aber für eine Reaktion brauche ich auf jeden Fall beide Partner. Das steht auch hier, es ist immer ein Reaktionspartner notwendig. Und hier seht ihr schon, wir haben eine Säure, hier in HA, und die gibt an eine Base mit B ein H+-Ion ab. Warum steht jetzt bei Säure HA, also A ist die Säure an sich, und H zeigt natürlich, hier habe ich ein H+-Ion zu viel, das ich noch abgeben kann. Natürlich sind diese beiden hier, zumindest jetzt bei dem Beispiel, neutral. Das heißt, sie sind weder positiv noch negativ geladen. Entschuldigung. Ich hoffe, das können wir nachher rausschneiden. So. Jetzt, wenn die Säure natürlich ein Proton abgibt, ist sie danach negativ geladen, das heißt, sie wird zum Anion. Und die Base, die jetzt das Proton aufnimmt, dieses H+-Ion, ist nachher positiv geladen, also ist es ein Kation. So, das sehen wir hier unten nochmal. Einfach das von vorher und man sieht eben, A, also die Säure wird negativ geladen und plus BH ist dann die Base, mit dem H+-Ion ist dann positiv geladen. So, hier steht jetzt HA und A-, beziehungsweise B und BH+, sind ein konjugiertes Säure-Basenpaar. Was bedeutet das? Ich habe meine Ausgangssäure, die ist natürlich, wenn ich jetzt sage, sie gibt ein H+-Ion ab, auf der anderen Seite plötzlich eine Base, weil meine Base von vorher jetzt das H+-Ion bekommen hat. Das heißt, jetzt hätte theoretisch die Base die Möglichkeit, dieses H+-Ion wieder weiterzugeben. Deswegen sagt man, dass hier diese Säure, HA, und die Base A- ein konjugiertes Säure-Basenpaar sind, aber auch B, die Base vom Anfang, und BH+, die Säure nach der Reaktion, sind auch ein konjugiertes Säure-Basenpaar. Ganz wichtig, das wird dann noch nachher spannender, ihr habt dieses Symbol hier. In der Chemie verwenden wir niemals nur einen Pfeil in eine Richtung, weil, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, Reaktionen gehen nicht immer nur in eine Richtung, sondern sie gehen eigentlich immer wieder hin und zurück. Ich habe meine Atome, ich habe meine Ionen, die miteinander reagieren und sie können natürlich in beide Richtungen reagieren. Es kann jetzt ganz spontan die jetzt entstandene frische Base plötzlich sagen, hey, ich hätte bitte gern wieder mein H+-Ion und schnappt sich das wieder und dann habe ich wieder meine Ausgangsstoffe. Wichtig ist in der Chemie, wir können immer nur bestimmen, was liegt am Ende wahrscheinlich mehr vor. Sprich, es wird nie die Reaktion aufhören, sondern ich habe irgendwann ein Gleichgewicht, das sich einstellt.
Darauf gehe ich nachher noch ein bisschen ein. Gut, jetzt kommen wir zum Spezialfall Wasser. Was ist denn Wasser? Säure oder Base? Irgendjemand bitte? Amphoter, genau. Oder ein Ampholyt. Das ist die Fähigkeit, sowohl als Säure oder als Base zu reagieren. Wasser reagiert eben immer auf seinen Partner. Das heißt, je nachdem, wer gerade ankommt, eine Säure oder Base, sagt dann das Wasser, gut, jetzt bin ich dein Partner, ich mache genau das, was du gerade brauchst. So, ganz wichtig für die Reaktionen, die man dann nachher verwendet, im Wasser kommen quasi die Ionen OH-, das ist dann unsere Base, und H3O+ vor. Meist wird nur H+ geschrieben, weil das ja das Proton ist und das Ganze vereinfacht. Wichtig ist nur zu wissen für manche Berechnungen, dass es eigentlich H3O+ korrekt ist, weil im Wasser selten ein H+-Ion alleine herumschwimmt, sondern sich sehr schnell an ein ganz normales Wassermolekül dranhängt und dann zu H3O+ wird. So. Man sagt, dass Säuren und Basen im Wasser dissoziieren, das heißt, ich leere quasi meine Säure oder Base hinein und dann reagieren die miteinander und dadurch wird die Reaktion eingeleitet. Hier seht ihr einmal die Dissoziation einer Säure, der ganz normalen Salzsäure, HCl, so wie wir es in unserem Magen haben. Das heißt, wenn ich ein bisschen Wasser trinke, theoretisch, dann reagiert bereits meine Salzsäure und ich habe ein paar Chlorionen und H3O+. So, dasselbe passiert mit einer, Base. Das habe ich hier unten nochmal dargestellt. So, gut. Genau, wie gesagt, Wasser ist ein Ampholyt. Und auch im im ganz normalen Wasser gibt es quasi dadurch, dass es diese Eigenschaften hat, immer wieder ein paar Ionen, die frei herumschweben. Aber bei dieser Reaktion ist eben das Gleichgewicht zu Großteil auf Seiten des Wassers. Das heißt, ich habe meistens H2O-Moleküle und keine freischwebenden Ionen. Die werden erst eingesetzt, wenn ich eben eine Säure oder Base hinzufüge. Gut, ist soweit alles klar? Nicken? Okay. Stärke von Säuren und Stärke von Basen. Jetzt kann ich natürlich sagen, es gibt unterschiedlich starke Säuren und Basen, doch wie entscheide ich das überhaupt, was das heißt? So, Säuren und Basen dissoziieren nie vollständig. Wie ich bereits gesagt habe, bei einer Reaktion geht es immer in beide Richtungen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich eine Säure in ein Wasser leere und sie ist einfach verschwunden und ich habe gar keine Säure mehr. Sondern es hängt auch davon ab, wie stark diese Säure ist. Zum Beispiel Schwefelsäure, H2SO4, ist eine sehr starke Säure. Und wenn ich die ins Wasser leere, dann entsteht sehr viel Base auf der anderen Seite der Reaktion und ich habe noch wenig von meiner Ursprungssäure. Das sagt eben, ob eine Säure stark oder schwach ist, wie sehr sie die Reaktion, sagen wir, von sich wegschiebt. Genau, das Anion einer starken Säure ist eine schwache Base. Das habe ich deswegen hergeschrieben, weil wir vorher gesagt haben, wenn eine Säure das H+-Ion abgibt, ist sie ein Anion, sie wird negativ geladen und ist dann eine Base eigentlich auf der anderen Seite. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wenn ich eine starke Säure verwende, bleibt mir am Ende eine schwache Base, sonst wird es ja ständig hin und her gehen. Und wir haben schon gesagt, die starke Säure sorgt eigentlich dafür, dass die Reaktion mehr in die andere Richtung geht. Ich habe euch das dann nochmal. So. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine starke Säure, die ich in meinem Wasser leere, dann schiebt sie quasi das Gleichgewicht der Reaktion da hinüber, damit am Ende mehr H3O+ und das Anion der Säure vorliegen. Das habe ich nochmal plakativ in Rot gemacht. Das heißt, wenn ich eine starke Säure nehme, dann bleibt mir am Ende quasi mehr von der schwachen Base. Wenn ich aber hier eine schwache Säure haben sollte am Anfang, ist das Gleichgewicht der Reaktion hier. Das heißt, ich werde, auch wenn die Reaktion quasi abgelaufen ist und sich ein Gleichgewicht einstellt, noch immer ein bisschen mehr von dieser Säure haben, weil sie das Wasser nicht so stark in die Reaktion hineingezwungen hat. So. Kann irgendwer was mit dieser Formel schon anfangen? Genau, das ist die Säurekonstante, abgeleitet vom Massenwirkungsgesetz. Sagt jedem das Massenwirkungsgesetz was oder soll ich es auf die Tafel schreiben? Ich schreibe es auf die Tafel, okay. Ah ja, ich habe mir, das ist zumindest transportabel. Schiebe ich es in die Kamera? Ist es in der Kamera? Okay. Also, wenn wir eine ganz normale Reaktion haben von zwei Stoffen, Stoff A und Stoff B. In der Chemie reagieren die, so wie wir es vorher gesagt haben, nicht immer in eine Richtung, so, zu C und D. Das sind einfach vier verschiedene chemische Stoffe. A und B sind meine Ausgangsmaterialien, die ich zusammenschütte. C und D kommen am Ende dabei raus.
In unserem Fall habe ich am Anfang Säure und Wasser und am Ende habe ich Anion und H3O+-Ionen. So, ich habe schon vorher gesagt, in der Chemie ist nie so, dass die Reaktion in eine Richtung geht, sondern sie geht hin und her, aber es stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein. Jetzt ist die Frage, wo liegt dieses Gleichgewicht? Habe ich am Ende mehr von meinen Ausgangsstoffen, sprich es eher eine schwach abgelaufene Reaktion, oder schiebe ich die Reaktion rüber und ich habe meine Endprodukte, die ich eigentlich gern hätte? Jetzt gibt es hierfür eine Formel, und zwar ist das quasi meine Massenwirkungskonstante und ich brauche hierfür die Konzentration, das ist dieses komische Zeichen, das ich jetzt mache. Können das eigentlich alle lesen? Ist das groß genug? Okay. Also ich habe hier die Konzentration von meinem Stoff C, sagen wir jetzt zum Beispiel eben H3O+, und meine Konzentration von meinem Stoff D, in dem Fall unser Anion A-. Und unten schreibe ich wieder die Ausgangsstoffe hin. Und das kann ich mir dann ganz einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen, den ihr nicht verwenden dürft. Juhu. Aber wenn, dann werden es einfache Zahlen sein. So. Wichtig ist jetzt, wenn wir ganz logisch denken und ich sage, angenommen, ich habe von C und D mehr am Ende, sprich meine Reaktion geht Richtung Endprodukte, sagen wir eine einfache Zahl, das ist 10, und A und B, die Ausgangsstoffe sind 5. Wenn ich 10 durch 5 dividiere, kommt am Ende 2 hinaus. Wenn es jetzt aber genau andersrum ist, wenn A und B größer sind, sagen wir A und B haben eine Konzentration von 10 und C und D haben eine Konzentration von 5, 5 durch 10 ist ein halbes, sprich genau der Kehrwert eigentlich. Und ich kann mir jetzt ganz einfach, dadurch, dass ich das ausrechne und meinen Wert herausbekomme, ableiten, auf welcher Seite ist die Reaktion stärker. Wenn meine Konstante größer als 1 ist, so wie hier die 2, dann ist das Gleichgewicht hier bei der Endproduktseite. Ist meine Konstante kleiner als 1, so wie hier ein halb, dann ist mein Gleichgewicht eher auf der Ausgangsproduktseite. Es ist eigentlich ganz logisch, es ist ein ganz normaler Bruch. Wenn ich die größere Zahl oben habe, kommt eine ganze Zahl raus. Wenn ich die größere Zahl unten habe, dann wird eher ein kleinerer Wert als 1 rauskommen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass K gleich 1 ist. Dann habe ich am Ende genauso viele Ausgangs- und Endprodukte vorliegen. Gut. Klar soweit? Circa? Okay, nicken. Gut. Das wollte ich sehen. Jetzt haben wir das einfach da oben angewendet für die Säurekonstante. Wie bereits gesagt, H3O+ ist das C mal das D. Und hier, das ist jetzt das Besondere, ich habe hier durch die Säure. Eigentlich, so wie ich es euch gerade erklärt habe, sollte ich das Wasser auch hinzunehmen, immerhin ist das B. Aber man hat sich angewöhnt, weil das Wasser meistens bei solchen Reaktionen eh immer ziemlich gleich bleibt, es einfach mal wegzulassen. Ihr könnt gerne das Wasser mit einbeziehen, aber es hat sich eingebürgert, das so zu verwenden. So. Natürlich ist es bei den Basen genau das Gleiche. Entschuldigung. Hallo. Jetzt? Passt. Juhu, für die letzte halbe Stunde haben wir ein super Mikrofon. Perfekt. Gut. Da waren wir. Wir haben wieder Base mit Wasser und je nachdem, wie stark die Base ist, habe ich entweder am Ende mehr H+ aufgenommen und OH- vorliegen oder ich bin wieder bei meiner Ausgangssituation. Genau dieselbe Formel wie vorher, nur mit den anderen Benennungen. So, jetzt haben wir hier bereits gesagt Säure- und Basekonstante, Ks und Kb. Jetzt gibt es die zwei Werte pKs und pKb. Also wir haben damals im Chemieunterricht immer nur pKs verwendet und das haben wir immer nur aus einer Tabelle abgelesen. Es geht nur darum, dass bei Ks und Kb oder generell bei einer Konstante ja alle möglichen Werte rauskommen können. Also größer als 1 ist ja 1 bis mehrere Millionen. Kleiner als 1 ist 1 bis irgendwo im Minusbereich.
Und damit das ein bisschen einfacher ist, gibt es den negativen Logarithmus oder dekadischen Logarithmus. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist Mathe. Aber ich habe hier einfache Beispiele für euch. Selbst wenn so ein Beispiel zur Mediathek kommen sollte, es sollte nicht komplizierter werden als das. Es ist nämlich ganz simpel. Logarithmieren, dekadisch, heißt immer, ich nehme eine Zehner. Potenzen, zum Beispiel hier kommt Ks 10 hoch 5 raus. Wenn ich jetzt logarithmiere, hole ich mir einfach nur den 5er runter von meiner Potenz, 10 fällt weg und ich habe eine 5 dort stehen. Da es aber der negative Logarithmus ist, darf ich natürlich mein negatives Vorzeichen nicht vergessen, also habe ich minus 5. Das Gleiche, das war jetzt zum Beispiel eine Konstante für Salzsäure, die habe ich so einfach gefunden. Dann habe ich noch Schwefelsäure, ich habe eine Säurekonstante von 10,3, sprich auch sehr groß, das ist immerhin 1000. So, und wenn ich da jetzt wieder logarithmiere, ich hole mir die 3 herunter, setze das Minuszeichen davor, bin ich bei einem pKs von minus 3. Jetzt darf man sich nicht verwirren lassen. Der pKs ist negativ, das bedeutet eigentlich, dass es eine sehr starke Säure ist, weil ich ja negativ logarithmiert habe. Sollte man sich unbedingt merken, damit man da nicht durcheinander gebracht wird. Und hier unten habe ich noch schwächere Säuren für euch. Da seht ihr, kommt bei der Konstante 10 minus 4 heraus. Das heißt, meine Ausgangsprodukte sind so groß, dass ich hier 0,0001 als Endergebnis habe. Und deswegen steht da 10 hoch minus 4. Jetzt logarithmiere ich wieder, ich hole mir die minus 4 herunter, ich setze mein Minus davor, Minus und Minus ist Plus, mein pKs ist 4. Dasselbe kann ich hier unten nochmal machen. Minus und Minus wird zu Plus, ich habe mir die 10 heruntergeholt, pKs von 10. Das heißt, wenn der pKs positiv ist, dann habe ich eine schwache Säure. Gut, das war jetzt mal die Stärke der Säure. Das kann man auch für Basen verwenden, ist dasselbe Prinzip, aber pKs wird eher verwendet. Gibt es dazu Fragen? Ist es halbwegs verständlich oder zu verwirrend? Da ist eine Hand, ja? Das habe ich so gefunden, auch in den ÖH-Skripten ist das drinnen. Und ich habe es aus den Chemiefolien aus meinem ersten Uni-Block, aus dem ersten Semester rausgenommen. Genau, also entweder ist es vorgegeben oder ihr bekommt es zum Ausrechnen, aber dann wird das sehr simpel sein, wie zum Beispiel, es wird wahrscheinlich nichts mit 10 hoch 5 kommen, sondern wenn, dann kommt zum Beispiel ein Massewirkungsgesetz-Beispiel, aber dann werden das Zahlen sein wie 4 und 3 und 3 und 2 und dann kannst du ausrechnen 12 durch 6 und das ergibt dann eben 2. Und dann musst du nur sagen, das Gleichgewicht, es ist über 1, also liegt das Gleichgewicht auf der Seite zum Beispiel. Und wenn du dann hast, der Ks ist 10 hoch 5, dann kann es sein, dass gefragt wird, wie hoch ist der, also wie ist der pKs und ist jetzt die Säure stark oder schwach. Aber sowas zum Ausrechnen kommt auf keinen Fall, weil das ist nicht so zu schaffen. Schon gar nicht in der Mediathek-Situation. Noch eine Frage dazu? Nein? Okay. Gut, der pH-Wert. Letzte Station bei Säuren und Basen. Was sagt mir der pH-Wert? Ich habe es schon hingeklickt. Ja? Nochmal bitte? Genau, Konzentration der H+-Ionen. Was würdet ihr sagen? Ist bei einer Säure die H+-Konzentration höher oder bei einer Base? Säure, genau. Aber warum ist es dann so, dass ein pH, der kleiner ist, nämlich unter 7 sauer ist und der pH, der höher als 7 ist, basisch? Genau, man hat wieder den negativen Logarithmus. Davon darf man sich auf keinen Fall verwirren lassen. Von H+. Ich meine, das ist keine Frage. Ihr werdet vielleicht gefragt, ist das sauer oder basisch, wenn ich den und den pH-Wert habe. Ich glaube nicht, dass euch jemand fragt, warum ist es sauer oder basisch? Und dann müsst ihr sagen, es ist der negativ-dekadische Logarithmus. Sowas wird nicht vorkommen. Ich habe es nur reingeschrieben für euer Verständnis. Genau. Weiß irgendwie, wie diese Werte überhaupt entstanden sind, pH von 7, ist ganz neutral. Genau, Ionenprodukt des Wassers, sagt das jedem was? Ein paar nicken. Ich werde jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, weil ich finde, wir haben schon genug Formeln durchgemacht. Im Endeffekt gibt es eine Möglichkeit, das Ganze auszurechnen und dann kommt man darauf, man hat im Wasser 10 hoch minus 14 Ionen. Und wenn ich da eben wieder den negativen dekadischen Logarithmus nehme, habe ich eben 14. Und wenn ich genau in der Mitte bin, sprich ich habe genau so viele H+-Ionen oder eigentlich H3O+, haben wir gesagt, und OH-, dann ist das genau die Mitte mit 7. Das heißt, da liegt die Ursache.
Man kann noch einen pOH-Wert definieren und gerade wie ich es gesagt habe, beide zusammen sollten ja 14 ergeben, kann auch ein Rechenbeispiel kommen, zum Beispiel ich habe einen pOH von 2, wie hoch ist dann mein pH? 12, ganz genau, 14 minus 2. Gut, das war's zu Säuren-Basen. Gibt es noch Fragen? Ja? Weiß das der Mathe-Chef besser? Was lohnt sich zu wissen? Schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht wissen, was eine Neutralisation ist, dass das Säure und Base zusammen ist. Ein paar Säuren benennen, so wie Schwefelsäure, H2SO4, Ammoniak benennen können. Ammonium, mehr wird es, glaube ich, nicht sein. Salzsäure, genau. HCl auf jeden Fall für den Magen, Ameisensäure. Also so ganz genaue Reaktionen, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals gibt. Ich meine, ich habe nur einmal geschrieben, ich weiß nicht mehr so viel, das ist schon sehr lang her, aber ich glaube nicht, dass sowas jemals kam. Okay. Gut. Seid ihr bereit fürs letzte Kapitel, Oxidation und Reduktion? Gut. Also, anders als bei Säure und Basen haben wir hier Elektronen, die im Spiel sind. Und zwar... Oxidation bedeutet, Elektronen werden abgegeben von einem Atom, das haben, oder von einem Ion, das haben wir da hier oben, ein Atom, Natrium in dem Fall, aus der ersten Gruppe, hat hier ein Elektron abgegeben und ist natürlich danach positiv geladen, ein positives Natriumion. Reduktion heißt die Aufnahme von Elektronen. Wie kann man sich das jetzt merken? Was ist Oxidation, was ist Reduktion? Ich habe es daher geschrieben. Wenn etwas reduziert wird, dann wird es weniger. Das heißt, es nimmt mehr Elektronen auf. Ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht. Das seht ihr hier. Hier wird zum Beispiel Chlor, nimmt 2 Elektronen auf und wird somit reduziert. Gut. Diese Prozesse finden wirklich immer gekoppelt statt. Das sind dann die Redox-Reaktionen. Und es handelt sich hier aber immer um einen Austausch von Elektronen. Ist eben meistens, wenn sich 2 Atome miteinander verbinden. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Begriff, das sind Oxidations- und Reduktionsmittel. Das Oxidationsmittel oxidiert seinen Partner und wird deswegen selbst reduziert. Das ist in dem Fall Chlor. Das Reduktionsmittel reduziert seinen Partner und wird selbst oxidiert. Ich habe heute im H-Skript gelesen, da steht zum Beispiel, das Waschmittel wäscht seinen Partner und wird selbst dreckig. So kann man es sich vielleicht merken. Also immer die Namensgebung ist das, was mit dem Partner passiert. Gut, ich habe hier gleich ein kleines Beispiel, auf die Details gehen wir näher ein. Wichtig ist nur, Natrium wird hier oxidiert und nimmt deswegen ein Elektron auf. Dasselbe passiert hier unten mit Chlor und deswegen ist es das Reduktionsmittel, weil es eben seinen Partner dann in eine Reduktion zwingen würde. So, eine Redoxgleichung aufstellen, das kann euch schon passieren, nicht unbedingt eine gesamte Gleichung aufstellen, aber eine Gleichung ausgleichen und schauen, ob alle Elektronen an ihrem Platz sind und wo da genau der Zusammenhang ist. So, erstens, Reaktion aufstellen. Müsst ihr wahrscheinlich nicht unbedingt aus, es ist so etwas wie Eisen wird oxidiert. Wir wissen, oxidiert heißt immer, es wird verbrannt. Wir geben einfach Sauerstoff hinzu. Denke ich aber nicht, dass es so kommen wird. Wenn, dann habt ihr schon eine fixe Formel vorgegeben. Dann müsst ihr die Oxidationszahl bestimmen, darauf gehen wir gleich ein. Dann müsst ihr herausfinden, was wird jetzt oxidiert in dem Beispiel, was wird reduziert. Und dann müsst ihr das Ganze wieder zusammenführen und schauen, dass auf beiden Seiten dasselbe steht. So, ich habe wieder mal das Beispiel aus dem UH-Skript genommen, dann könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und zwar wird hier Mangan, das sehen wir da oben, oxidiert. Das heißt, ich habe einfach Mangan plus O2. Wird zu Manganoxid. So, jetzt müssen wir die Oxidationszahl bestimmen. Es gibt ein paar Regeln, die muss man leider auswendig lernen, aber wenn man die mal hat, dann kann man sich da immer gut orientieren. Zum Beispiel, alle Elemente, die als Atome vorliegen, das sind, hier haben wir zum Beispiel Helium aus der 8. Hauptgruppe oder andere Moleküle, eben H2, O2, N2, haben eine Oxidationszahl von 0. Wieso? Entweder die Elemente sind voll, bei ihrer äußersten Schicht, eben wie alle Elemente aus der 8. Hauptgruppe, sind ja sehr Reaktionsträger.
Oder sie haben mit ihren freien Elektronen bereits eine Molekülbindung, sind sie bereits eingegangen, so wie in unserem Fall H2O2N2. Das heißt, eigentlich haben sie jetzt keine Elektronen, die sie unbedingt gerne hergeben wollen, und sie haben auch keine Lücke, die sie unbedingt füllen möchten. Also bleiben wir bei 0. Das heißt, ihr merkt euch einfach am besten 8 der Hauptgruppe und alles, was schon nach Molekül aussieht, bleibt bei 0. Sauerstoff ist in der 6. Hauptgruppe, deswegen ist die Oxidationszahl immer minus 2. Es fehlen ihm quasi noch 2 Elektronen, dann wäre wieder alles voll, deswegen minus 2. Außer in speziellen Verbindungen wie Peroxiden, sowas Fieses wird wahrscheinlich nicht kommen, da ist es dann minus 1, damit es sich eben ausgeht. Weil wenn ich hier H2O2 habe, und dazu kommen wir gleich, H hat immer plus 1, dann muss O auch minus 1 haben, damit ich dann im Endeffekt auf dieselbe Elektronenzahl komme. So, da haben wir schon, Wasserstoff fast immer plus 1, das sind wirklich Ausnahmen. So, Alkalimetalle, sprich erste Hauptgruppe, ein Elektron in der äußersten Schale, ein Elektron abzugeben, sprich die Oxidationszahl ist plus 1. Das heißt, immer wenn ich was hergeben will, habe ich ein Plus, immer wenn ich eher was aufnehmen will, bin ich ein Minus. Am besten, ihr übt es einfach mal mit ein paar Periodensystemen. Mehr als Sauerstoff, Wasserstoff, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium aus der zweiten Hauptgruppe müsst ihr nicht können, um eine einfache Oxidationsredoxgleichung lösen zu können. Genau, das sind die Erdalkalimetalle, die ich schon angesprochen habe. Und Halogene natürlich, die 7. Hauptgruppe, Fluor und Chlor, sprich immer die typischen Vertreter, die haben eben minus 1. So, das ist eine Definition der Oxidationszahl, die ich gefunden habe. Es ist immer jene Ladung, die ein Element als Ion trägt. Ja. Also wenn ein Natrium zu einem Ion wird, dann ist es ja auch Na+, und genau das ist dann die Oxidationszahl plus 1. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Beispiel mit Mangan zurück. Ach, jetzt habe ich geschummelt. So. Eigentlich, ich habe es gerade gesehen, es wird genau falsch herum eingeblendet. Eigentlich geht man in dem Fall immer vom Sauerstoff aus. Das heißt, man schaut sich einmal an, was würde ich sagen, das Mangan ganz am Anfang, welche Oxidationszahl wird das haben? Das hier. 0. Genau, weil wir haben ein fertiges Element. Welche Oxidationszahl wird unser Sauerstoffmolekül haben? Auch 0, genau. So, kleiner Tipp, am besten ihr fangt es, wenn ihr dann weiter rutscht, weil Mangan ist jetzt so, wo ich auch nicht auswendig die Oxidationszahl wüsste. Da schaut ihr immer, ob ein H, also ein Wasserstoff- oder ein Sauerstoffatom vorkommt, und nehmt das einmal. Wir haben hier O2, was haben wir gesagt, was O gerne hat? Minus 2, genau. Ich will es nicht vorwegnehmen, wenn ich jetzt minus 2 habe und ich habe 2 von diesen Atomen, wie viel muss der Mangan haben, damit in diesem Molekül alles passt von der Ladung her? Plus 4, genau. Plus 4, minus 2. Genau. So. Ja? Genau, aber das Molekül da am Anfang, das steht quasi für sich und ist noch keine Bindung eingegangen. Das sind einfach nur 2 Sauerstoffatome und unten habe ich Mangan mit 2 Sauerstoffatomen. Genau, das ist der kleine, feine Unterschied. Gut. Jetzt müssen wir bestimmen, was wird oxidiert, was wird reduziert? Was glaubt ihr, ist die Oxidation in dem Beispiel? Genau, warum ist Mangan die Oxidation? Weil die Oxidationszahl steigt, genau. Das heißt, es hat Elektronen abgegeben. Perfekt, und zwar minus 4, weil sonst wäre es nicht vierfach positiv geladen. Perfekt. Und die Reduktion ist dann natürlich Sauerstoff, gibt keine andere Möglichkeit mehr. Und zwar nimmt es genau die 4 Elektronen auf. Jetzt kann man das Ganze nochmal zusammenbringen. Und dann haben wir eine wunderschöne Gleichung, die dann schaut so aus. Wir haben einfach unsere Ausgangsgleichung, Mangan und O2. Und dann haben wir plus 4 Elektronen, minus 4 Elektronen, sollte zu Manganoxid werden. Plus 4 und minus 4 ist Gott sei Dank 0. Das heißt, wir müssen bei dieser Gleichung nichts mehr anpassen. Und sie geht auf. Das Wichtige ist, dass eben sowohl in jedem Molekül die Elektronen quasi ausgeglichen sind und 0 rauskommt, als auch in dieser Gleichung. Das heißt, die Formel passt perfekt. Zur Sicherheit habe ich noch ein kleines Beispiel, nämlich Natriumchlorid. Ist ja immer ganz spannend, weil Natrium ist aus der ersten Hauptgruppe, das heißt, eigentlich hat es ein Elektron zu viel. Chlor ist aus der 7., ist ein Halogen. Und hier sehen wir jetzt bei der Redoxreaktion, das ist die von vorher, wir fangen hier unten an. Ich sehe gerade, da stimmt was nicht.
Es ist lustig, ich habe es aus unserem Chemieskript aus dem ersten Semester rauskopiert und ich sehe es jetzt erst. So, Natrium wird oxidiert, das heißt, es gibt eigentlich ein Elektron ab. Das heißt, hier gehört ein dickes Minus. Spannend, okay. So, und Chlor wird dann dieses Elektron aufnehmen. Das stimmt doppelt nicht. Spannend. Also niemals Sachen aus Vorlesungsfolien rauskopieren. Sie sind offensichtlich falsch. So, ich werde das gleich nochmal richtig an die Tafel schreiben oder wir können es vielleicht richtig dann als extra Bild hinzufügen. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Chlor immer als Molekül vorkommt mit zwei Chloratomen, die zusammenhängen. Deswegen habe ich dann eben eine, so, das muss ich selber durchdenken, Chlor nimmt es auf, das heißt, Chlor wird reduziert. Das heißt, Chlor hat dann eine Oxidationszahl von -2, weil es ja Chlor 2 ist, und Natrium hätte nur eine Oxidationszahl von +1, das geht nicht auf. Und deswegen brauche ich dann hier 2 Natrium plus Chlor -2. So. Wir werden es dann noch korrigieren und im Video hoffentlich da links unten korrekt einfügen können. Aber eigentlich sollte zu Meta-T nichts Schlimmeres kommen als da oben, wo sich alles schön ausgeht. Es geht eher darum, dass ihr Oxidationszahlen bestimmen könnt. Gut, wichtig, ja? Ja. Ja, eigentlich schon. Ja, ist halt nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ja, na gut. So, wichtige Regeln. Die Summe aller Oxidationszahl der Atome einer Verbindung ist gleich der Gesamtladung. Das heißt, bei Molekül 0 und bei den einzelnen Ionen darf es so unterschiedlich sein, aber es muss dann insgesamt in der Verbindung passen. So. Und eine Redoxgleichung ist nur dann korrekt, wenn auch die Summe aller Oxidationszahlen auf beiden Seiten identisch ist. Das haben wir eben schon vorher gesehen bei unserem Manganbeispiel. Gut. Und das war's eigentlich. Gibt es noch Fragen zur Chemie von heute? Ihr könnt es auch gerne nachher noch vorkommen, wenn ihr möchtet. Wir sind sogar früher fertig geworden.